Kommen wir zum Supply Management oder auch Supply Chain Management. Dabei geht es darum, dass die zur Erstellung eines Produktes oder auch einer Dienstleistung notwendigen Güter und Dienstleistungen beschafft werden. Es handelt sich also darum, dass die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Kapital, Maschinen, Werkstoffen, Informationen und Rechten und Dienstleistungen oder Handelswaren sichergestellt ist. Und dabei unterscheiden wir, wie häufiger noch Sie sehen werden, zwischen einer strategischen Ebene und einer operativen Ebene. Also bei der strategischen Ebene, in diesem Fall bei Material zum Beispiel oder auch bei Kapital und Informationen, geht es erstmal darum, welche Materialien möchte ich überhaupt über welchen Beschaffungsweg beschaffen und wie wähle ich, nach welchen Kriterien wähle ich welche Lieferanten aus. Das heißt, woher weiß ich, was gute Lieferanten sind, welche das erfüllen, was ich habe, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis auch das Richtige ist. Ganz grundsätzlich, welche Sachen möchte ich überhaupt beschaffen und welche mache ich lieber selbst? Das ist die Make-or-Buy-Entscheidung, auf die wir noch eingehen. Also die strategische Ebene der Beschaffung, das sind die übergeordneten Fragen. Bei der operativen Ebene geht es darum, dass man sich überlegt, wie viel brauche ich genau, zu welchem Zeitpunkt bestelle ich? Also eher die Day-to-Day-Sachen, die sich immer wiederholen und wo die strategischen Entscheidungen schon getroffen sind. Man hat schon Grundsatzverträge mit Lieferanten geschlossen, Rahmenlieferverträge. Aber zum Beispiel vielleicht auch, ob man über bestimmte Bestellmengen einen günstigeren Preis bekommt. Also Preisverhandlungen auf einer operativen Ebene sind auch eine Sache, die dort reinspielen. Und was Sie jetzt schon sehen, ist, meistens bezieht sich das oder bisher bezieht sich das eher auf Materialien, auf Güter und weniger auf zum Beispiel Personal. Teilweise, wo es eine Mischung ist, ist bei Dienstleistungen, weil ich im Grunde eine Arbeitskraft einkaufe. Und da kann ich mir natürlich überlegen, ist das mein eigenes Personal, stelle ich das selber ein oder ist das eine Dienstleistung, die ich einkaufe und jemand anders stellt sie bereit. Um dieses Thema, die Beschaffung von Dienstleistungen und um das Thema Personal, darum werden wir uns noch separat kümmern. Wir konzentrieren uns jetzt in dieser Veranstaltung auf das Thema Materialien und Materialflüsse. Deshalb nennen wir das auch die Materialwirtschaft. Und beim Supply Management geht es um den Unternehmensbereich, der die Beschaffung, also den Bezug, die Lagerhaltung, nicht zu unterschätzen, gehen wir gleich noch ein, und die Verteilung, das heißt den Transport des zur Produktion, das heißt zur Leistungserstellung notwendigen Materials umfasst. Und damit werden wir ein bisschen konkreter. Keine Planung, keine Analyse, keine Steuerung und keine Kontrolle ohne entsprechende Kennzahlen. Davon gibt es natürlich reichlich, aber in diesem Bereich der Materialwirtschaft konzentrieren wir uns einfach mal auf drei Kennzahlen, die Sie kennen sollten. Es ist beim Material, und das ist klar, das ist es der durchschnittliche Lagerbestand. Das heißt, Sie wollen wissen, auch um zum Beispiel abzuschätzen, wie groß Ihr Lager sein muss, wie viel Menge Sie lagern. Sie wollen aber auch aus sogenannten Kapitalbindungsgründen wissen, wie hoch Ihr Lagerbestand ist. Denn im Zweifelsfall ist das, was im Lager liegt, sogenanntes totes Kapital, das verzinst sich nicht, aber es bindet Geld, das Sie vielleicht für andere Sachen einsetzen könnten. Wir kommen dazu noch später. Das heißt, Sie wollen wissen, wie hoch ist eigentlich der durchschnittliche Lagerbestand? Nicht nur augenblicklich aktuell, sondern im Schnitt im Jahr. Und im Zweifelsfall wollen Sie natürlich auch noch wissen, wie die Streuung ist, damit Sie Ihre Lagerkapazitäten auch entsprechend dimensionieren können. Und das ist eigentlich eine relativ einfache Formel. Da geht es darum, dass Sie den Anfangsbestand und den Endbestand zum Beispiel durch zwei teilen, also einen ganz normalen Durchschnitt bilden. Oder dass Sie sich sagen, Sie gucken sich den Anfangsbestand an, pro Monat den Monatsbestand und teilen das Ganze durch 13. Also es geht darum, dass Sie eine Bezugsgröße haben, eine zeitliche Größe und wie hoch Ihr Bestand ist. Das kann in Volumina sein, das kann in Stückzahl sein, das kann aber auch und sehr häufig ein monetärer Wert sein. Wenn wir auf die monetären Werte gehen, dann geht es auch um die Lagerumschlaghäufigkeit. Sie wollen wissen, wie lange liegen Ihre Sachen im Lager beziehungsweise wie schnell ist der Wechsel. Und Sie können natürlich, also wenn Sie an das Milchregal in einem Supermarkt denken, dann ist der Milchbestand, der wird wahrscheinlich sich maximal alle 2 Tage wechseln, also eine hohe Umschlaghäufigkeit und bestimmte andere Produkte stehen vielleicht länger im Regal. Und wenn sie dann in einer anderen Industrie sind, dann ist der Lagerbestand vielleicht noch deutlich höher. Stellen Sie sich einen Juwelier vor, der vielleicht 6 Monate lang im Durchschnitt seine Sachen im Lager hat, bevor sie sich verkaufen.
Das heißt, die Formel für den Lagerbestand, für den durchschnittlichen, ist der Lagerabgang pro Jahr durch den durchschnittlichen Lagerbestand. Machen wir mal ein Beispiel, ein Zahlenbeispiel, auf das wir auch nochmal zurückkommen. Nehmen Sie an, Sie haben 12.000 Stück, die Sie im Jahr umsetzen, die also durch Ihr Lager durchlaufen, gekauft und verkauft werden. Und Ihr durchschnittlicher Lagerbestand sind 1.000 Stück. Dann ist Ihre Lagerumschlaghäufigkeit 12.000 durch 1.000 gleich 12. Also Ihre Umschlaghäufigkeit 12-mal schlägt sich Ihr durchschnittlicher Lagerbestand um. Und wenn Sie dann noch wissen wollen, wie lange liegt denn durchschnittlich liegen Ihre Güter in Ihrem Lager, die durchschnittliche Lagerdauer in Tagen, das gibt an, wie lange eine Materialgruppe durchschnittlich im Lager ist und sagt auch aus, wie viele Verbrauchsperioden oder Tage ein durchschnittlicher Lagerbestand abdeckt. Auch dafür können Sie eine Formel nehmen, nämlich die Anzahl der Tage pro Periode geteilt durch die Lagerumschlaghäufigkeit. Gehen wir wieder auf unser Beispiel zurück. Sie haben 360 Tage im Jahr und haben eine Umschlaghäufigkeit von 12, das was wir eben hatten. Dann teilen Sie 360 Tage durch 12 und kommen auf 30 Tage. Und das ist dann wieder auch das, was Sie auch schon vorher gesehen haben. Durchschnittlich liegen 1.000 Stück in Ihrem Lager und Sie liegen dort durchschnittlich für 30 Tage. Das heißt, diese Kennzahlen, die können Sie sowohl für Ihre Planung verwenden, aber auch für die Steuerung und Kontrolle. Und es gibt natürlich auch noch andere Kennzahlen. Aber wenn Sie die drei kennen, dann sind Sie schon gut mit dabei. Was ist jetzt das Ziel von Supply Management? Und Sie können sich vielleicht noch erinnern, dass wir einmal über Sachziele gesprochen haben und einmal über Formalziele. Die Sachziele sind die, die Ihnen helfen, Ihre Produktion am Laufen zu halten, also Dinge, die sich auf Ihr Kerngeschäft im Wesentlichen beziehen. Also hier geht es bei dem Thema Materialwirtschaft geht es darum, dass Sie immer sicherstellen, dass die für die Produktion notwendigen Materialien, Güter, Hilfsprodukte, Informationen, Kapital vorhanden sind. Bei den Formalzielen geht es darum, dass Sie eine hohe Wirtschaftlichkeit haben. Und gerade bei dem Thema Bestell- oder Materialwirtschaft ist immer die Frage, wie viel sollten Sie in Ihrem Lager haben zum Beispiel, wie viel Kapital sollten Sie gebunden haben. Es ist relativ klar, je mehr Sie dort liegen haben, umso besser können Sie sicherstellen, dass immer alles verfügbar ist. Aber, das werden Sie auch zu Hause im Küchenschrank feststellen, wenn Sie einen sehr hohen Bestand haben, erstens, der Schrank ist voll. Sie brauchen den Stauraum vielleicht für was anderes. Die Sachen werden bei langer Lagerdauer im Zweifelsfall auch nicht besser. Und Sie haben da Geld gebunden, Kapital gebunden, was Sie anderweitig nutzen könnten. Das heißt, Sie haben im Grunde einen Zielkonflikt zwischen dem Sachziel der Verfügbarkeit, der Sicherstellung der Verfügbarkeit und auf der anderen Seite der Wirtschaftlichkeit. Ein hoher Lagerbestand ist eigentlich unwirtschaftlich. Man versucht also bei Sicherstellung der Verfügbarkeit den Lagerbestand so gering wie möglich zu halten, aus wirtschaftlichen Gründen. Dabei müssen Sie auch natürlich Ihr Geschäft berücksichtigen. Je nachdem, wie gut Sie prognostizieren können, was Sie benötigen in der nächsten Zeit, können Sie Ihren Lagerbestand kleiner oder höher lassen. Das heißt, wenn Ihre Bedarfsmengen schlecht prognostizierbar sind, dann sind die Unternehmen gezwungen, einen Sicherheitslagerbestand zu halten. Und wenn sie gut prognostizierbar sind, wie das zum Beispiel in der Autofertigung der Fall ist, auf die wir gleich noch eingehen, dann können sie den Lagerstand ganz gering halten und können sogar das tun, was man Just-in-Time-Lieferung nennt. Das heißt, die Materialien werden ohne ein Zwischenlager oder ohne durch ein Vorlager direkt in die Produktion geliefert. Und das ist natürlich, auf der einen Seite ist das wirtschaftlich hocheffizient, Sie haben gar keine Lagerbestände, auf der anderen Seite ist das natürlich ein Sicherheitsrisiko, denn wenn Ihr Zulieferer ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, dann steht Ihr Band still. Das heißt, das ist tatsächlich ein Balanceakt. Wie Sie damit grundsätzlich umgehen wollen und die Frage, ob Sie überhaupt ein Vorlager haben wollen oder ob Sie das nicht haben wollen, ob Sie einen oder mehrere Zulieferer haben, ob Sie ein Sicherheitsnetz aufbauen oder nicht, das sind strategische Fragen. Wenn Sie auf die operativen Ebene gehen, dann gibt es eine ganze Menge anderer Fragen, die sich aber wieder einteilen lassen auf der einen Seite in die Güterbeschaffung, in die Güterlagerung und in den Gütertransport. Bei der Güterbeschaffung unterscheiden wir dann das Beschaffungsprogramm, das heißt die verschiedenen Arten von Gütern, die dann auch unterschiedlich gehandhabt werden, zu denen es verschiedene operative Entscheidungen dann auch gibt.
Wir unterscheiden auf der anderen Seite auch das Beschaffungsmarketing. Und hier geht es dann genauso wie beim Absatzmarketing, geht es darum zu gucken, wie sieht eigentlich der Beschaffungsmarkt aus, welche Lieferanten gibt es dort, was haben die für Vor- und Nachteile, wie ist die Preissituation. Also wie gesagt, Beschaffung ist im Grunde das Spiegelbild von Absatz. Was für den einen Beschaffung ist, ist für den anderen Absatz. Und beide Seiten müssen sich erkundigen, um sicherzustellen, dass sie optimal sich verhalten. Bei der Güterlagerung geht es natürlich um, wie lagere ich Güter, wie ist das Lager ausgestattet, was habe ich für Lagerkapazitäten, wo sind die Standorte, aber auch das Lagerprogramm, was lagere ich überhaupt, welche Güter lagere ich, welche lagere ich nicht, was gibt es für Sicherheitsvorschriften, wie wird eingelagert, ausgelagert. Also wir könnten, es gibt Vorlesungen, die gehen über dieses ganze Thema der Lagerhaltung, der Beschaffung, über ein ganzes Semester, also unendlich viele Fragen. Uns ist es jetzt nur mal wichtig, dass Sie überhaupt so eine Vorstellung haben, mit was man sich da alles beschaffen muss und so eine Art Checkliste, dass Sie für Ihre Business Cases auch wissen, worauf müssten Sie achten. Und wie gesagt, es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was Sie produzieren, was Sie anbieten und wie Sie das machen, ob das ein Produkt, eine Dienstleistung oder was auch immer ist. Und dann, egal, fast egal, wie was Sie tun, müssen Sie sich über den Gütertransport Gedanken machen. Und selbst wenn Sie eine Software anbieten, müssen Sie sich überlegen, wie kriegen Sie Ihr Produkt zum Kunden. Dann ist es halt eher ein Informationstransport als ein Materialtransport. Aber auch das ganze Thema des Transportweges ist heutzutage ja ein ganz großes Thema. Wie kriege ich die Sachen so möglichst schnell, vielleicht sogar per Drohne oder Helikopter oder was auch immer, zum Endkunden? Wie kriege ich es erstmal in die Städte? Wie kriege ich es dann an die Endkunden? Auch ein Thema für sich, insbesondere auch interessant. Übrigens auch für die Immobilienwirtschaft, weil diese Lagerhaltung in Städten eine ganz neue Dimension